schön, dass ihr da seid. Heute haben wir uns das richtig gemütlich gemacht, weil wir nämlich Martins Gänse basteln wollen zusammen. Ich habe Zeit. Das siehst du, ich auch. Was wollen wir mehr? Eine Schablone für Gänsehals und Kopf, außerdem Buntstifte, Kleber, Schere, Servietten und Tonpapier hat Walburga schon bereitgelegt. Und, was brauchen wir noch? Äpfel. Deswegen ist die so alt. Ja, deswegen sieht die so alt aus. Und die Äpfel habt ihr ja schon gepflückt. Juhu, ich bin ein Auto. Ja, ein Rennfahrer, glaube ich. Geht das so? Nein. Halt, stopp. Ich fange immer hier an. Ja. Walburga erzählt den Jungs vom heiligen Martin. Und dann sind die Bewohner von Tours, da wo er gelebt hat, auf ihn aufmerksam geworden. Und die wollten gerne, dass er Bischof wird. Aber das wollte Martin nicht. Das war ihm zu viel Ruhm, wollte er nicht. Das mochte er. Martin wurde trotzdem vor 1600 Jahren zum Bischof von Tours. Nach ihm ist auch die Martinsgans benannt. Früher wurden am St. Martinstag, dem 11. November, Mägde und Knechte in den Winter entlassen, weil es auf den Höfen bis zum Frühjahr kaum noch etwas zu tun gab. Und oft bekamen sie vom Bauern zum Abschied eine Gans. Eben die Martinsgans. Und jetzt wollen wir ja die Gans gleich an eure Äpfel ankleben. Dann musst du sie doch ein bisschen einschneiden. So viel, guck mal einmal. So viel, hast du gesehen? Das reicht. Jetzt brauchen wir die servierten die Äpfel. Genau, den Bauch. Und dann dran kleben. Wollen wir das machen? Ja. Ja? Ja. Die Äpfel sind schnell in die Servierten eingewickelt. Jetzt muss nur noch der Gänsehals aus Tonpapier angeklebt werden.